Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einem kleinen Stadtrundgang mit einem 84-Jährigen. Schauen Sie, dieser Mann hier ist 84 Jahre alt geworden. Bist ganz sicher? Ja. 3. April 34. Echt? Kannst du dich noch gut erinnern, oder? An dich kann ich mich schon erinnern. Mal, hat man eigentlich mit 83 noch Frühlingsgefühle? Ja, für sich. Ja, wenn noch nichts weh tut, dann schon. Okay, also. Aber man ist schon glücklicher, wenn in der Früh mit dem Auftest und es tut dann nichts weh. Aber das Wetter ist doch genial, oder? Ja, das ist richtig schön, oder? Das Wetter? Ja. Das kann man April wieder geben, hat im April ist das aufgefallen. Das, ja. Die April in dem Jahr war das praktisch. Nein, da hat es Schnee auch schon gehabt. Gell? Ja. Ja, also, wir haben ja ein richtiges Frühlingswetter. Gell? Ja. Ja, und kennst du meinen Hund auch noch, oder? Ja, klar. Gibt's ihn noch? Ja, freilich. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ja, da im Café noch. Im Café vorne? Ja, ja. Riechst du immer einen schönen Gruß aus, gell? Gell? Du, die Wirtin ist 77 geworden. Da habe ich ja 77 Rosen gekauft gehabt. Gell? Das finde ich ja, das ist aber nobel. Ja. Da hat sie sich bestimmt gefreut, oder? Ja. Rode, oder was? Nein. Was? Die schickt mir, wenn man jünger ist. Alles klar. Damen und Herren, was mich jetzt mal interessiert hätte, also ich bin jetzt hier am Rindermarkt, weil ich eigentlich hoffe, hier viele junge Frauen zu treffen, die also nicht telefonieren, sondern Zeit haben, dass sie meine Fragen anhören. Nein, was mich einfach interessieren hat, ist, ob junge Menschen heute noch wissen, was Frühlingsgefühle sind und für was Frühlingsgefühle gut sind. Der Lauf geht einer vorbei. Nein, den nicht. Weil da so eine schöne Sonne brüllen. Und dann das hämmert. Fast nahezu perfekt, vielleicht junge Frau. Darf ich dich kurz was fragen? Hast du Frühlingsgefühle? Ja. Weißt du, was Frühlingsgefühle sind? Keine Ahnung. Nein? Okay. Habe ich ja fast vermutet, schauen Sie. Der eine hat keine Zeit, aber ein richtiges Hemd an und die andere weiß nicht. Was für uns Gefühle sind. Vielleicht die Eltern haben. Sie dürfte ich Sie bitte was fragen. Wissen Sie, was Frühlingsgefühle sind? Haben Sie welche? Ja. Wenn das Wetter schön ist. Ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute gar nicht mehr wissen, was das ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Doch. Das ist ja okay. Schlimm, oder? Also, ich will nicht weit in die Tiefe. Das ist doch eine Katastrophe, oder? Die Fotografie. Halt, stopp. Jetzt, ihr kommt mir gerade recht. Doch. Halt, stopp. Haben Sie Frühlingsgefühle? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja. Geringfügig. Wenn die Sonne rauskommt, komm her. Ich weiß nicht, ist die schüchtern, oder was? Ja, auf jeden Fall. Immer. Die Freundin ist sehr zurückhaltend, gell? Ja. Aber sie winkt so nett. Und sie hat ein ganz tolles Handy. Ja, zum Fotografieren. Ja. Wie leben Sie die Frühlingsgefühle aus? Im Büro. Im Büro? Ja. Küssen Sie mich mal. Nein. Dann haben Sie keine Frühlingsgefühle. Also, schöner Tag. Das ist so unglaublich. Haben Sie Frühlingsgefühle? Nein. Aber das ist wieder typisch. Damen und Herren, gehen wir ein bisschen weiter und schauen mal, weil das wird so interessant. Da drüben, wenn Sie mal schauen, das ist da mehr Sonne, die Sonnenseite. Auf der Sonnenseite, das ist ja etwas, was ja auch Sonne, Endorphine und so. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Grüß Gott, die Damen. Haben Sie Frühlingsgefühle? Und wie? Das sieht man bei Ihnen sofort. Man sieht es. Was machen Sie heute noch? Wo sind Sie unterwegs? Jetzt gehen wir zum Viktuelli-Mark und sitzen wir dahin irgendwo und genießen. Das wäre ja auch so eine Frage. Ab was für Temperaturen der Mensch sich, wenn er zum Viktualienmarkt geht, bemüßigt fühlt, im Freien zu sitzen oder aber einzukaufen. Was sind das bei Ihnen für Temperaturen? Also ich mache immer beides. Ja. Auch bei Schnee und Eis, nein. Bei Schnee und Eis nicht, aber spazieren gehen doch.
so und ein Bierchen. Ein Bierchen, ja. Die sind so eine gescheite Frau. Oder ein Prosecco. Ein Prosecco. Ich habe Durst. Die hängen jetzt übrigens gerade Karten auf, gell? Wenn sie früher im Ruffini-Haus eingekauft haben und die Läden nicht mehr finden, das sieht man jetzt dann auf dieser Karte. Das hängt man jetzt dahin, damit sie dann nicht immer frustriert zum Viktualienmarkt gehen müssen. Auch was. Meine Damen, war mein großes Vergnügen. Wiedersehen. Schönen Tag. Ja, der bringt also seine... Sie sind so reich mit Gold behangen. Sie schauen so aus, als wären sie eigentlich so im Mittleren Osten zu Hause. Vater, irgendein Ölscheich und die Mutter, Scheherazade oder so. Kantikuma. Kantikuma, auch von der Aussprache her. Ich bin eigentlich heute mehr so auf der Frage hinterher, ob Sie noch Frühlingsgefühle haben oder wissen, was das ist. Ja, bei dem Wetter. Jetzt bei dem Wetter ist aber eher schon Sommer, würde ich sagen, oder? Leichter. Mit Frühling hat es nichts mehr. Finden Sie, dass das nichts mehr mit Frühling? Also Sie haben so einen Schweiß auf der Stirn. Ja. Da hinten ist ein Schatten. Hier braucht es einen Teint, gell? Ja, ja, ja. Sonnenanbieter. Das ist praktisch die Arbeitskleidung. Ja. Ich finde es das toll, dass man eigentlich noch Pause gibt. Ja, 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 ja. Ich habe nie Pause. Ich muss immer arbeiten. Aber ich habe angenehme Arbeit, verstehen Sie? Ich darf mit so Menschen wie von Ihnen reden. Und bei Ihnen wollen die Menschen immer noch was, oder? So schaut's aus. Sie wollen was von uns und wir kriegen nichts davon. Das finde ich so gemein. Das habe ich vorher dem Typen da gesagt, dass er Karten nicht im Wasser hängt, so dass er wieder wegschraubt und holt sich eine Wasserwaage. Ich finde das unglaublich. Ja, das finde ich hochanständig von Ihnen. Nein, die war echt ein bisschen schief. Meine Damen. Plakat, was? Das Plakat hinschieben. Es ist so eine Karte, weil früher waren doch im Ruffini-Haus unten diese ganzen Geschäfte drin. Ja. Und weil das jetzt saniert werden müssen, die alle, oder sind die alle umgezogen. Aha. Und damit so Menschen, die praktischweise, was weiß ich jetzt, irgendwas Spezielles kaufen wollen, eine Bruin oder Herrenbekleidung oder was es zu geben hat. So. Ja, alle so hier. Genau, das sind teilweise. Wie lange dauert denn das? Wissen Sie das? Boah. Also wie das Haus in Schuss ist, so 4-5 Jahre. Echt? Also bei uns eine Arbeitsleistung momentan. Die haben ja, unten die Kellerdecke mit Balken dagegen stützen müssen, damit die nicht zusammenbrochen ist. Können Sie sich das vorstellen? Die haben wirklich die Kellerdecke von unten so ganz provisorisch abgestützt, so schlecht ist die Bausubstanz. Wahnsinn. Sie arbeiten nicht auf dem Bau, oder? Nein, um Gottes Willen. Sie arbeiten im Fotostudio, oder? Sie haben diese, vornehme Studioblässe, verstehen Sie? Ich habe vor kurzem irgendwie so mitgekriegt, dass eine Marktgräfin aus Bayreuth als schönste Frau ihrer Zeit bezeichnet wurde. Die hat eine unwahrscheinliche Ähnlichkeit mit Erna. Ja, 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 doch. Und das sage ich jetzt, ohne rot zu werden. Weil es so ist. Also halt euch nicht länger auf, werdet schon braun und danke. Ihr könnt euch dann auch im Fernsehen sehen, gell? Morgen um 6:30. Ja. Und er wird die Sendung so bereichern, also der Platz wird morgen schwarz sein. Von lauter Männern, die praktisch eigentlich bei der Mittagspause beobachten wollen. Also pfiat's euch. Ja, die sind immer noch nicht fertig, Damen und Herren. Aber Sie können ja dann selber schauen. Ne? Die sind bestimmt irgendwann so morgen oder übermorgen, wird das zum Abschluss gebracht werden. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Also so ein Biergarten ist immer wieder was Faszinierendes. Ist vielleicht für Sie weniger, aber wenn Sie mal ein bisschen rumkommen, dann müssen Sie mal schauen. Dieser Drang hinaus ins Freie, im Freien sitzen im Biergarten, das ist wirklich was ganz typisch Bayerisches. Gell? Das findet man sonst ganz, ganz selten nur. Bei Wind und Wetter. Ich meine, jetzt ist es natürlich kein Problem, gell? Aber ich weiß nicht, ich habe mal eine Zeit lang Vermessungstechnik studiert und habe da hier im Landesvermessungsamt ein Praktikum gemacht als Messhelfer. Das sind die diese Latten halten und dann die Messbänder durch die Gegend ziehen. Das war im Winter und da sind wir immer zur Mittagspause nach Garching in die Mühle, weil wir da in der Gemarkung unter Föhring unterwegs waren, sind wir immer nach Garching an die Mühle. Wenn es irgendwie so eine schöne Sonne gehabt hat, haben wir uns Brotzeit gekauft, haben uns da die Tische und die Bänke vom Schnee freigeräumt und haben uns im Biergarten geguckt und haben uns gar nicht depp dabei vorgemacht. Also das war für uns ganz normal.
Weil das ist Lebensqualität, verstehen Sie? Das ist frische Luft. Ja. Ja. Und wir sind also hier heute, weil ich auch noch kurz mit den Menschen darüber sprechen wollte, was für Sie so die Initialzündung ist, um in den Biergarten zu gehen. Ich darf Sie kurz was fragen. Sie schauen immer so expertenhaft aus. Wann gingen Sie in den Biergarten und wann nicht? Was ist für Sie so die... Schon eigentlich. Den kann ich mir gut im Biergarten vorstellen. Aber da gibt es bestimmt noch mehrere. Bus ist auch gerade gekommen. Aber da ist ein... da kommt der Richtige. Das ist genau der Richtige. Sie brauchen Experten. Wann gingen Sie in den Biergarten und wann nicht? Was ist für Sie so die, der Auslöser? Bei uns im Norden gibt es keine Biergärten. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass Sie aus Oberammergau sind. Sie schauen so echt aus. Ja. Sie sind Hanseat, oder was? Ja, ja. Aus Göttingen. Aus Göttingen, das ist ja nicht ganz so weit rum. Ja. Aus Göttingen? Ja, ja. Wir haben einen Paulaner Biergarten, aber sehr, sehr einfach. Nee, der wird schon benutzt. Allein schon wegen des Paulaner Biers. Ne? Jetzt müssen Sie, armer Mensch, immer extra nach München fahren, damit Sie die richtige Biergarten haben. Ja. Aber haben Sie ihn verführt? Na, unbedingt, ja klar. Das war sein Geburtstagsgeschenk. Wir haben einen Getränkehändler in München und da holen wir unser Paulaner Hell. Sie sind ein kluger Mensch. Ja, muss man merken, Göttinger sind gescheite Menschen. Heißt ja auch Stadt des Wissens. Wiedersehen. Denkst du, Kursi, ich hätte gewettet, dass dieser Mensch entweder aus dem Lechl ist, aus Untergiersing oder aus der Innenstadt. Sie kommen gerade aus dem Biergarten, oder? Nein, geh jetzt da in den Biergarten. Ah, ja. Ich muss erst mit dem Hund spazieren gehen, dann geht es in den Biergarten. Was ist so für Sie so der Auslöser? Wann ging es in den Biergarten? Immer wenn es schön wieder ist. Sie sind ein gescheiter Mensch. Und Sie schauen auch noch so gut dabei aus. Fick der Allemarkt ist optimal, bloß heute gibt es kein Gutsbier, heute gibt es ein Löwenbräu. Schon seit Monaten. Ach, die haben eigentlich den Urstoff und den ist ganz gut. Aber die haben es mal, also mir schmeckt es nicht. Ja, das ist das Weißbier kann man auch trinken. Ja, ja, ja. Okay. Was ist jetzt für ein Hund? Ja, das ist ein Fuchs. Wie ist denn der? Boah, ist ein Kampfhund. Macht dich nicht frei. Also, viel Spaß beim Spazieren. So, jetzt wissen wir alles. Göttinger sind gescheite Menschen. Es gibt kein gescheites Bier. Aber es löst den Durst. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.